Willkommen, willkommen zurück. Jetzt beginnt der Abschluss des ersten Drittels von Pineview Drive in einer Bude ohne Strom, die mächtig groß ist und, ja, ziemlich schauderhaft. Jetzt erstmal laden wir das gute Spiel und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ich bin so gespannt. Da müssen wir bestimmt auch noch hin, hier so an diesem Stelle vom Ladebildschirm. Tag 10. Und meine Taschenlampe ist so im Eimer, aber noch ist es ja hell genug. Ich war zuletzt oben. Ja, so kommt man dahin. Will ich mich nochmal oben umschauen? Schlüssel habe ich keinen. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an, aber na gut. Man kann nicht alles haben. Und wie sehr schnell es wieder dunkel... Was war da? Was war da? Ach, ein Lichtschalter. Ja, ja, ich weiß ja. Kein Strom. Kein Strom. Meine Energieleiste ist immer noch etwas geschwächt. So, hier zuletzt war ich, glaube ich. Wollen wir uns doch mal kurz hier umschauen, ob hier noch irgendwas ist. Auch mal aus dem Fenster gucken. Verdammt, sind wir hoch. Aber ich glaube, wir sind doch höher als da drüben. Also ich glaube, noch höher geht's dann nicht mehr, oder? Ich lass mich überraschen. Jetzt muss ich erst mal gucken, woher ich einen Schlüssel kriege. Das wäre doch sehr, sehr schön zu wissen, woher. Also hier jedenfalls nicht. Es gibt jetzt auch genug hier zum Ausschlachten in dieser Bude. Batterien sind dort. Die sammle ich jetzt aber nicht auf. Hier, die Tür ist doch abgeschlossen? Ja, die ist abgeschlossen. Dann bin ich mir hier nicht sicher. Offen, das war das Kinderzimmer. Aber ein Kind ist hier nicht zu sehen. Tag 10, Tag 10, was wirst du mir bringen? Es ist schon ziemlich dunkel geworden. Das wird sehr schnell in dem Spiel dunkel. Ich behalte mir aber vor, die Taschenlampe noch auszulassen. Aus dem Fenster kann ich nichts erkennen. Niemand, der hier rumschaukelt. Okay. Okay, ich mach die Taschenlampe doch an. ach so, das war das Kinderzimmer. Ja, das war das Kinderzimmer. Tja. Das war's mit dieser Etage, ne? Erstmal, bis ich einen Schlüssel finde. Irgendwann mal. Da drüben geht's nach der anderen Seite hin. Ach, hier ist doch abgeschlossen. Gut, bringt mir nichts ohne Schlüssel. Hier runter, oder? Na komm, gehen wir nochmal hier lang. Gehen wir nochmal hier lang. Ein bisschen schneller, ja. Das war das eine Zimmer, wo es zu den anderen ging. Ich kann draußen nichts erkennen. Falls draußen was ist. Ich überlege nur gerade. Verbrauch die Streichhölzer nicht, Idiot. Verbrauch sie nicht. Bilde ich mir da eins ein oder ist es da drunten draußen hell? Kann gut möglich sein. Gehen wir doch mal die nächste Etage hinab. Wenn ich weiß, wo es hinab geht. Hier geht's hinab. Da unten begegnet dann auch Genosse Klaunowitsch, ne? Jedenfalls nicht in der Ecke. In welcher Ecke auch immer.
Hier waren noch Türen. Ich weiß gar nicht, aus welcher... Das habe ich jetzt nicht eingeprägt. Aus welcher Position man... dieses helle Licht war jetzt. Ach ja, hier ist auch abgeschlossen. Okay. Diese Geräusche, was haben die zu bedeuten? Die machen mich gerade stutzig. Dieses Bild hier macht mich auch gerade stutzig. Ich weiß nicht wieso. Verschlossen, natürlich. Da war das Badezimmer. Vielleicht kann ich ja da durchs Fenster was erkennen. Oh, holy Krabbe! Holy Krabbe! Die Wanne ist voll! Und wehe, im Lokus steckt jetzt ein Schlüssel. Nein, steckt keiner. War der Spiegel von vorher kaputt? Ich bin mir nicht sicher. Warum ist hier kein Schlüssel? Hey, für den Schrecken hätte ich doch einen richtigen Schlüssel kriegen können, oder? Oh! Wer stöhnt hier? Wer stöhnt hier? Tja, da ist der besagt. Verschlossen, verschlossen. Hier? Da ist noch eine Tür. Mal gucken. Verschlossen, verschlossen. Ich habe noch zu viel Verschlossenes. Ich gehe hoch. Ich probier's oben. Oben ist gut, denke ich. Ach komm, gucken wir hier noch. Nee, da nicht. Aber hier. Verschlossen. Dann gucke ich eben doch nach oben. Gottes Willen. Wenigstens habe ich den Jumpscare nicht verpasst. Okay, Jumpscare war das jetzt nicht. Ah, das war das Zimmer. Eins ist doch abgeschlossen hier. Beziehungsweise eins war abgeschlossen. Jetzt bin ich wieder schlüssellos. Und, ja, so viel zum Schlüssellos. Streichhölzer. Und noch mehr Streichhölzer. Sollte ich aber besser nicht einsammeln. Wo haben wir denn was? Batterien sind noch da. Warum hat dieser Raum hier keine Kerze? Ach, das war die die Batterie, wo halt eben geflackert hat. Okay, so viel dann hier zu dieser Etage. Alles, was verschlossen war, ist jetzt aufgeschlossen. Ich kann mich herunter umtümmeln. Also hier ist abgeschlossen. Fertig jetzt. Gucken wir mal. Da passt nichts. War hier noch irgendwo was abgeschlossen? Ich weiß es gerade nicht. Da hinüber geht es zu einem anderen Dingsbums. Ach, hier hatte ich ja Kerzlein an. Hier gab es keine Tür. Doch, zwei Türen gab es. Besenkammer. Große Besenkammer. War da? Ach nein, das war dieses Schneidereizimmer, nenne ich das mal. Oh, joi. Ne, dann haben wir hier alles durch. Okay, sehr schön. Fein. Da entlang und ich glaube dann runter zu's. Oder habe ich die Tür ausprobiert? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, sie ist abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Das passt schon. War soweit korrekt. Was mit dir? Verschlossen. Bei dir weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber diese Tür hier, die war auch verschlossen. Nein, abgeschlossen. Es muss noch mehr Abgeschlossenes geben und es gibt auch noch mehr Abgeschlossenes. Wie diese Tür, aber die habe ich schon ausprobiert, aber ich probiere sie gerne nochmal aus. Und dann ist noch ein 20. Mal aus. Was? Was war da? Was habe ich verpasst? Hey, Moment mal kurz.
Nein, 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 nein. Eine Etage drunter ist der Clown. Ja. Was habe ich da gerade verpasst? Jetzt mal im Ernst. What the fuck? Hier ist nichts mehr. Da geht's nur nach oben. Okay. Unten weiß ich noch, war da was verschlossen ist. Da schaue ich mich mal doch gleich um. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör auf, so rumzustöhnen. Das tut deinem Kreislauf nicht gut. Oder deinem Herz. Okay, abgeschlossen. Schlecht. Hier ist auch abgeschlossen. Hä? Im Fernsehzimmer war noch eine verschlossene Tür. Ich will mich noch kurz nochmal irgendwie umschauen. Und ich wollte an Batterien sparen für die Taschenlampe. Du guckst schon wieder so in meine Richtung. Du bist suspekt. 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 Ich mag dich nicht. Ich mag allgemein keine Clowns. Es sei denn, sie halten die Klappe. Fernsehzimmer, ja, da bin ich richtig. Da. Diese Tür, die war verschlossen. War verschlossen. Hübsche Bilderlein. Ist das das Haus? Nee, oder? Was haben wir hier unten? Gott, diese Bude ist so riesig. Wie witzig. Oh, fuck. Geh wieder zu, bitte. Geh wieder zu. Geh zu. Ich geh weg. Dann geht sie zu. Tür verschlossen. Hey, hier gibt's auch noch Treppen. Hallo, du komische Gestalt in Form einer Statue. Verschlossen. Verschlossen. Tag 10 ist damit absolviert. Ich muss nicht raus. Ich muss nicht raus. Ich muss nicht raus. Ah, schön. Okay, dann mal los. Nein, kein Psst. Ich will den Brief jetzt. Jetzt. Für mich. Danke. Auf Lindas Wunsch hin habe ich die Clownpuppe in eine Abstellkammer gelegt. Ein wenig unheimlich ist sie sogar mir selber. Das sah mir aber gerade eben nicht nach einer Abstellkammer aus wegen der Clownpuppe. Tag 11. Es ist geschafft. Wir haben Pineview Drive zu einem Drittel absolviert. Und ich mache mich jetzt wieder vom Acker. Tag 11. Dann in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss.